Neues Thema hier beim Alulöffel. Ihr seht im Hintergrund Aluminium-Riffelblech. Wir müssen eine riesen Wanne bauen und zeigen euch das ein bisschen, halten euch auf dem Laufenden, wie die Entstehung ist in Zeitraffer und geben auch ein paar Techniktipps. Also dranbleiben. Wir müssen für einen Kunden eine Aluminium-Regenwanne bauen. Ja, die ist 3 Meter lang, 70 cm hoch und 80 breit. Ja, ein Kunde mag Riffelblech, deswegen bauen wir das Ganze aus Riffelblech. Bei ihm ist auf dem Hof schon relativ viel von dem Material, deswegen bleibt das einheitlich. Genau, da möchte ich jetzt in Zeitraffer ein bisschen zeigen, wie die ganze Entstehung ist, also wie wir es aufbauen, die Seiten dran heften. Also erstmal der ganze Verlauf vom Heften, dann wird das Ganze verschweißt, innen drin eine MIG, außen mit WEG. Und danach geht es dann auch so ein bisschen um Techniktipps, wie unten der Ablaufhahn angebracht wird, wie der Überlauf oben angebracht wird, der Deckel, die Griffe, also da könnt ihr mal ein bisschen gespannt sein. Und ja, das Ganze wollen wir euch jetzt zeigen. Los geht's! So, die Wanne habe ich jetzt verschweißt von beiden Seiten. Ich habe es folgendermaßen gemacht, ich habe es innen drinnen mit MIG verschweißt und außen mit WEG, weil da hat man schön Stoß, konnte ich schön verlaufen lassen. Habe quasi der ganzen Sache nochmal Wärme entgegengebracht. Das heißt auch, dass die ganzen Dellen, die starken Dellen, wieder rausgehüpft sind. Also das war echt cool. Durchs Innenschweißen sind sie reingekommen und beim Außenverschweißen sind sie wieder raus. Nicht 100%, ich kann es nochmal kurz zeigen, hier ist auch noch ein kleiner Spalt. Gell? Den gleiche ich jetzt aus, indem ich mir ein Holz nehme. Das stelle ich dann innen in die Wanne rein. Somit kommt der Boden hoch und dann ist das eine Fläche und das war's. Genau, das sind die einzelnen Sachen, die man jetzt beachten muss. Das sind quasi, das habe ich jetzt auch gar nicht gesagt, das sind Füße. Wollte der Kunde so haben, dass es irgendwie schöner steht bei ihm. Die setzen wir da jetzt drunter. Unten kommt dann noch ein Wasserhahn dran, also ein Ablauf zum Leerlassen. Oben ein Überlauf. Und oben mache ich jetzt gleich noch die Liegen auch hinten, die Streben. Nochmal so Zugstreben, dass es keinen Bauch macht, wenn das dann komplett mit Wasser voll ist. Genau, ansonsten gibt es da jetzt gar nicht viel zu beachten, außer dass das Blech bündig aufliegt. Ich werde es nicht durchschweißen, ich mache nur etwas längere Hefter. Und genau, das zeige ich euch jetzt. Ja, wie das manchmal so im Leben spielt, ich habe erstmal eben vergessen, die Kamera anzumachen, wo ich die Füße angeschweißt habe. Tut mir leid. Aber jetzt bei den Zugstreben schalte ich sie an. Das heißt, wir haben jeweils außen eine und mittig habe ich zwei reingemacht. Wir reden hier von 3 Meter Länge und ich denke, dass es dann ganz gut ist, in der Mitte zwei zu haben, dass man keinen Bauch hat, wenn dann die ganze Wanne voller Wasser ist. Genau, die setze ich jetzt ein, die habe ich schon mal auf Maß gebracht und jetzt wird sie eingeschweißt und jetzt mache ich die Kamera an.
So, was ich noch mal erwähnen wollte, wie ich das Loch gerade für den Wasserhahn gebohrt habe, mit einem Stufenbohrer. Das ist ein sehr fernes Werkzeug. Ich denke mal, die meisten von euch werden es kennen, aber hat mir schon sehr oft geholfen. Vom Bohrfutter her bin ich halt ein bisschen eingegrenzt von den Größen, von den Durchmessern. Und das passt in den herkömmlichen Akkuschrauber und geht von 6 bis 30 mm, also schon ganz schön ordentlich. Und da kann man schon ganz gut Löcher in Aluminium, Stahl, Edelstahl geht auch. Da würde ich dann aber schon wieder ein bisschen Kühlmittel dazu nehmen, also so eine Paste. Ja, Loch ist gebohrt. Zeig's mal kurz, da ist es. Und passt quasi jetzt schon rein, der Hahn. Ja, den schließen wir jetzt an und dann geht's los. Den Ablasshahn habe ich jetzt angebracht. Ziehe da unten. Jetzt ist quasi der Überlauf dran, habe ich jetzt schon zurechtgeschnitten. Den möchte er gerne so weit wie möglich oben haben und dann mittig. Und ja, dann kann es da schön rauslaufen. Zum einen kommt mal wieder mein Stufenbohrer, mit dem bohre ich jetzt das Loch. Dann muss ich den Deckel noch ausklinken, noch zwei Griffe dran machen und dann sind wir schon so weit durch. Dann kann das Ding heute ausgeliefert werden. Und genau, das mache ich jetzt erstmal. Und dann gibt es auf jeden Fall ganz zum Schluss nochmal, ich bin selber gespannt, wo er das Ding hinstellen will, wie das dann aussieht, gibt es auf jeden Fall auch nochmal ein Bild oder je nachdem, wie er das zulässt, vielleicht auch ein Video. So, jetzt mal wieder ein kleines Thema für alle Schweißer unter uns. Ist natürlich jetzt ein bisschen tricky, das Ganze hier anzuschweißen, ohne eine dritte Hand zu haben. Gibt im Grunde genommen eine Möglichkeit, die man in zwei Varianten ausführen kann, finde ich. Ich mache es dann so, klar, mit einer Hand festhalten und versuche es oben verlaufen zu lassen. Oder man schweißt hier oben schon mal ein bisschen Material auf. Das mache ich immer, damit ein bisschen mehr vorhanden ist, was halt zum Laufen dann gut ist. Ich meine, hier haben wir Riffelblech, hier haben wir schon ein bisschen was, aber ich würde trotzdem vorher einen Punkt setzen mit ein bisschen Zusatzwerkstoff. Dann halte ich das hier dran und dann lasse ich es verschmelzen, dass ich quasi mit einer Hand anschweißen kann und mit der anderen halten kann. Und ja, dann hat man halt so eine Problemlösung, wie dass man nicht immer jemanden braucht oder dass ich hier irgendwas groß basteln muss. Genau, dann wäre natürlich cool, macht ihr das genauso? Dann haut es mal unten in die Kommentare rein oder was habt ihr für Tipps und Tricks? Wäre natürlich für mich auch interessant, weil für mich ist das halt immer so die Lösung. In dem Fall ist es halt schwer, jetzt hier irgendwas zu bauen. Gut, man könnte es auf die Seite legen. Ja, das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, um was unterfüttern, aber naja. Sie ist 3 Meter lang, ich bin alleine und da ist es echt nicht so lustig, das immer zu hin und her zu heben. Ich habe auch hier hinten ein Rollbrett, dass ich es, weil mein MEG-Schweißgerät da vorne steht, hier hinten ist jetzt mein WIG-Schweißgerät, weil das schweiße ich jetzt mit WIG dran, das Röhrchen. Und ja, da geht es darum, dass ich halt nicht die ganze Zeit das Ding so schwer hinherheben muss und auf dem Rollbrett lässt sich dann um einiges doch schon leichter schieben oder fortbewegen. Genau, jetzt erstmal. Der Punkt hier schweißen wir jetzt erstmal an. Jetzt suche ich mir den genauen Punkt raus, wo ich es anschweiße. Also das wird ja, schon relativ knapp oben an der Kante sein. Also setze ich jetzt hier oben einen dickeren Hefter, dass ich was Materialtechnisches dort habe. Das machen wir jetzt als allererstes. Meistens reicht dieser kleine Punkt schon. Gucken wir mal, ob es gleich auf Anhieb klappt. Dann lege ich das an dem Punkt an. Und bringe dann die Wärme direkt von oben auf in einer leichten Neigung, dass der Schmelzbar dann gleich rüber zum Rohr läuft. Ja, das hat auch anhieb geklappt. Das Ganze noch ein bisschen ausgerichtet, aber sieht gut aus. Ich sehe da auch, ist wirklich nur ein ganz kleiner Hefter. Aber das reicht aus. Ging relativ gut und das mit dem vorher ein bisschen Draht auffüllen. Ja, das ist für mich vom Erfahrungswert war es immer so, dass es klappt auch mal so, aber um auf Nummer sicher zu gehen, einfach ein bisschen Zusatzwerkstoff oben auf die Kante drauf geben. Und dann klappt das einwandfrei. So, jetzt können wir verschweißen. Ich habe
habe die Decken jetzt noch angepasst, die mussten oben am Überlauf ausgeklinkt werden. Zeige ich euch nochmal. Und zwar hier oben, hier sieht man es ganz gut, musste ich es ja noch ausklinken, dass das dann oben schön bündig zusammenpasst. Unten habe ich den Ablaufhahn, den habe ich nochmal abgedichtet. Da nochmal ein kleiner Tipp und Hinweis von mir, da nutze ich einen Karosseriekleber. Habe ich von einem guten Kumpel ja, so mitgekriegt, dass er das viel verwendet. Das ist echt cooles Zeug, weil es elastisch ist, abdichtet und einfach top ist. Also das ist wirklich eine coole Sache. Ja, ansonsten habe ich jetzt oben noch Edelstahlgriffe angebracht. Da haben wir einfach nur Grundmaterial genommen, 12er. Habe unten was dagegen geschweißt. Und dann kann er quasi sich das hin und her ziehen, wie er das braucht. Und kann sich dann Wasser rausholen. So, ist das ganze Ding zu. Ich finde, es war eine sehr coole Arbeit, hat mir sehr Spaß gemacht. Aber ich verarbeite natürlich auch sehr gerne Alu. Und ist eine coole Sache geworden. Der Kunde liebt Riffelblech. In dem Fall hat er jetzt was in seinem Garten wieder, was er sich gerne angucken kann. Ja. Wir haben 4 Zugstreben reingesetzt, gell? Das habe ich euch gezeigt, dass es nicht aufeinander geht und einen Bauch macht. Wir haben 4 Füße untergesetzt. Wir haben einen Überlaufhahn angebracht, einen Ablauf aus einem 25er Aluminiumrohr und unten den Hahn zum Ablassen. 2 Griffe und da sind wir fertig. Jetzt liefern wir das Ganze aus und dann zeige ich euch nochmal, wo das Ganze dann hingestellt wird. Ich weiß es selber noch nicht beim Kunden und sage bis gleich.